Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Das ist Kunst für mich. Also, dass Kunst und Politik eine Wechselwirkung eingehen können, das glauben Sie nicht. Bis heute nicht. Wenn Sie gesessen sind in Ihrer Arbeit, dann geht auch eine gewisse Ausstrahlung und Kraft von Ihnen aus, die die Leute überzeugt. Und hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung? Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Es ist ja viel schwerer zu sagen, wenn Sie es nicht gewusst haben, ich habe es nicht gewusst, weil man Ihnen nicht glaubt. Wir haben doch gewusst, was wir machen. Sie hatte 22 Juden erschossen gesehen. Nein, ist alles nicht wahr. Ich habe keine Scheußlichkeiten überhaupt gesehen. Lassen Sie sich von diesen Schweinen nicht unterkriegen. Am Schluss wird die Gerechtigkeit siegen. Ihre ganze Haltung hat uns sehr, sehr imponiert. Wenn man Goebbels Tagebücher liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte. Das stimmt nicht. Das wollen wir abbrechen, denn das stimmt nicht. Das war aber nicht Sie vor der Kamera, werde ich Ihnen das sagen? Da mache ich überhaupt nicht mehr mit.